Hallo, mein Name ist Christian Richter. Ich betreibe hier mit meinem Vater zusammen ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen inmitten von Niedersachsen zwischen Lüneburg und Soltau. Also Dienstleistungen bieten wir alle landwirtschaftlichen Dienstleistungen an, von der Getreidebestellung über Futterernte in allen Varianten Gras, über Mähen, Wenden, Schwaden, Rundballen, Quaderballen, Häckseln und Ladewagen. Das gleiche dann auch im Mais und in der Zuckerrübenernte auch mit zwei Rübenrodern. Aktuell haben wir im Einsatz einen Big X 1180 aus 2019 und einen Big X 530, der in 2019 als Prototyp bei uns auf den Betrieb kam. Zu den beiden genannten Häckslern fahren wir ca. 9 Krone TX 460 Häckseltransportwagen, 2 Krone ZX 430 als Kombiladewagen. Ist vom Ablauf auf dem Silo und am Häcksler einfacher, wenn jeder Wagen die gleiche Größe hat. Alle Wagen sind die gleiche Zeit auf dem Silo oder unterm Häcksler, sodass wir einfach in der Saison einen reibungslosen Fluss haben. Der erste Big X kam bei uns 2007 in Form von Big X V12. Auf dem Betrieb mit einem 10-Reiher Easy Collect Maisgebiss. Der Grund für die Kaufentscheidung war, dass wir in dem Bereich, 2 Jahre vorher, in den Bereich Biogas eingestiegen sind, die ersten Biogasanlagen bei uns entstanden sind und wir mit der Technik, die wir vorher hatten, an der Leistungsgrenze waren. Wir wollten von vornherein etwas mehr Leistung haben, um eben in möglichst kurzer Zeit auch viel Fläche bzw. Menge zu ernten. Also aktuell ist es so, dass wir dementsprechend 2 Häckselketten bei uns im Betrieb einsetzen, welche wir zur Saison 2019 getauscht hatten. In der Vergangenheit haben wir gearbeitet mit einem Big X 1100 und einem Big X 500 und haben uns dann eben zu dem Big X 1180 und 530 entschlossen, um irgendwo gleiche Maschinen zu behalten, über den 1180 noch etwas mehr Leistung zu haben wie vorher. Und vor allen Dingen auch bei den 530 war uns ganz wichtig, dass wir eine kleine, kompakte Maschine behalten mit einem 10-reihigen Maisgebiss davor, weil die Maschine hauptsächlich bei den Mähviehbetrieben tätig ist, wo wir auch die Abfuhr oder die komplette Kette stellen und dieses einfach auch auf kleineren Betrieben und Flächen mit der Maschine gut zusammenpasst. Wir haben den ausgestattet mit einer 710er Bereifung, dass wir eben auf der Straße überall nicht breiter sind wie 3 Meter. Durch das Häckselaggregat und den Gutfluss haben wir dementsprechend mit dem 530 auch tatsächlich noch etwas mehr Leistung bekommen wie vorher mit dem Big X 500. Was auch ein enormer Fortschritt bei uns war, durch den Tausch auf den 530 und 1180, dass beide Maschinen durch die neue Hinterachse sehr wendig geworden sind. Wenn wir einen Schlag anhäckseln, dass er aus dem Stand in der Ecke, wenn er in der Ecke ankommt, einfach rückwärts schwenkt und vorwärts wieder weiterfahren kann. Wir kommen vom Big X 1100. Und da lagen ja nur ca. 10 Jahre zwischen bei uns im Betrieb und es sind doch erhebliche Sachen, die den Fahrkomfort, die Durchzugleistung, Häckselqualität noch wieder verbessert wurden. Also wir haben auf den 1180 gesetzt, weil wir damals, als wir im Bereich Biogas anfingen, Mais zu häckseln, immer gesagt haben, wir wollen kurze Einsatzzeiten haben, aber dementsprechend hohe Flächenleistung. Der Big X 1180 macht bei uns die komplette Grasernte. Da arbeiten wir dann aber mit Eco Power, also nicht mit der vollen Leistung. Arbeitet auch bei Milchviehbetrieben, wenn es nicht anders passt, und dann zu 80% in Biogasbetrieben. Wo immer das Tagesziel ist, bei einem Ertrag von 40 bis 50 Tonnen ca. 40 Hektar zu ernten. Wichtig war mir eben auch beim Kauf der Maschine, da ich die Maschine auch die ganze Maisernte zu 80% selber fahre, dass wir eben auch diese Einsatzzeiten und auch Todzeiten, die wir sonst hatten durch den Komfortschutz, dass wir eben, wenn wir von der Hauptstraße auf eine Fläche kommen, ohne abzusteigen bzw. ohne lange an der Straße zu stehen, den Schutz wegklappen können, welches jetzt ja alles von oben aus der Kabine geht. Und dementsprechend auch, wenn wir die Fläche abgeerntet haben, den Schutz gleich wieder vorhaben. Seitdem wir den Komfortschutz haben, können wir ca. 4 Hektar pro Tag mehr ernten, was sonst Zeit war, Schutz an- und abzubauen.
Der Fahrkomfort durch die gefederte Hinterachse hat sich enorm verbessert, auch mit der neuen Kabine. Das Sichtfeld, die Geräumigkeit bzw. auch die Fahrerentlastung durch die hochfahrbare Kabine, bessere Übersicht beim Anhäckseln einer Fläche, entlastet den Fahrer doch enorm. Wir würden immer wieder in Krone Technik investieren, da wir mit dem Service von Krone und der Agravis sehr zufrieden sind.